Die USA sind bekanntlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und spätestens ab heute ist es auch das Land der unbegrenzten Statistikmöglichkeiten, denn das, was wir heute an Daten gesehen haben aus den USA, das wirft doch ein paar Fragezeichen auf. Und da hatte zum Beispiel der ADP-Arbeitsmarktbericht im Prinzip die Vorausschau auf die großen US-Arbeitsmarktdaten, die ja morgen schon anstehen, weil am Freitag respektive Samstag ja Unabhängigkeitstag ist. Da wurden die Zahlen heute gemeldet. Die waren etwas schlechter als erwartet, aber der Vormonat wurde um knapp 6 Millionen Stellen nach oben revidiert. Wie kann das sein? Wie kann so eine Abweichung funktionieren? Das ist die große Frage. Jetzt kann man sagen, gut, ich zum Beispiel zähle ja auch jeden Tag mein Geld und verzähle mich da um ein paar Millionen. Das ist schon irgendwie normal, aber bei den Amerikanern hat das in Sachen Statistik inzwischen einen gewissen Routinecharakter. Erinnern wir uns an die großen US-Arbeitsmarktdaten, die letzten. Da war eine extrem negative Erwartung und dann hat man doch überraschenderweise im Mai über 2 Millionen Jobs geschaffen, als praktisch die gesamte USA noch im Lockdown war. Wie soll das gehen? Also die Fragezeichen werden jetzt nicht gerade kleiner. Wir sehen das vor allem angeblich im Bereich Leisure and Hospitality, also im Gastgewerbe kann man sagen, Restaurants, Bars, da sind die allermeisten Jobs entstanden oder sollen entstanden sein, um es mal vielleicht so zu formulieren. Und das in einer Situation, als die USA nach wie vor ja partiell im Lockdown sind. Aber es scheint möglich zu sein. Es ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt sagt Jim Bianco, den ich sehr schätze und der ein sehr seriöser Charakter ist, ja, es ist schlichtweg der kaum fassbare, messbare Zustand der US-Wirtschaft, der zu solchen Abweichungen führt. Man sollte also nicht die Ökonomen, die sich hier solche Revisionen ins Haus bringen müssen, beschuldigen, sondern eben den Zustand der Wirtschaft. Man hat das Gefühl, das sind so ein bisschen alternative Fakten, die uns da präsentiert werden. Aber es wird sich dann morgen zeigen, wie die großen Arbeitsmarktdaten da reinkommen. Da liegen die Schätzungen zwischen 9 Millionen neuen Stellen und nur 500.000 neuen Stellen. Also eine kleine Abweichung von 8,5 Millionen zwischen Höchstschätzung und der niedrigsten Schätzung. Das ist in Deutschland ja ein bisschen anders. Da hatten wir heute auch die Arbeitsmarktdaten und das kann man relativ genau erfassen. Sind wir da einfach in Sachen Statistik besser als die Amerikaner? Große Frage. Wer sich für Sport interessiert, auch für US-Sport, zum Beispiel Basketball, da gibt es über alles Statistiken, wird präzise erfasst, wird genauestens, wer was wie gemacht hat. Aber in Sachen Wirtschaft sind die Amerikaner scheinbar nicht mehr in der Lage, einigermaßen verlässliche Daten zu geben. Wenn man sich das anschaut, wie groß die Abweichung jetzt ist, was bringen dann morgen die US-Arbeitsmarktdaten, was wird da vor allem in der Revision des Vormonats passieren, da können auch viele, viele Millionen Stellen dann wieder revidiert werden, nach oben oder nach unten und die Börsen reagieren rauf oder runter, in letzter Zeit natürlich rauf, weil die Daten immer zugunsten sozusagen der prosperierenden US-Wirtschaft gemeldet werden. Wahrscheinlich haben wir dann zum Wahltermin absolute Vollbeschäftigung in den USA und es hat diese kleine Krise gar nicht gegeben. Wenn wir uns mal ein anderes Barometer anschauen, das jetzt auch veröffentlicht wurde, nämlich das Small Business Job Index von Paychex, das in der Regel sehr akkurat ist, weil es Zahlungsabwickler sind, die eben diese Gehaltszahlungen überweisen, dann sehen wir, ja, da haben wir eine ganz, ganz kleine Erholung in Sachen Jobs. Da ist also nicht viel passiert. Diese Daten widersprechen also komplett dem, was heute gemeldet wurde. Und dann hatten wir auch den ISM-Index Gewerbe. Und da haben wir einen Rekordsprung zum Vormonat erlebt, wie wir ihn noch nie gesehen haben in den letzten 5000 Jahren. Jetzt sagt zum Beispiel Zero Hedge, wenn man den Daten glaubt, dann sind wir mitten in einem Golden Age, in einem goldenen Zeitalter der Produktion in den USA. Naja, daran kann man zumindest zweifeln. Und das vor allem angesichts der Tatsache, weil die Amerikaner ja noch weitgehend im Lockdown sind. Hier sehen wir mal die Staaten, die hier im Dunkeln oder dunkel sind hier die Staaten gekennzeichnet, die US-Staaten, Bundesstaaten, so muss es heißen, die komplett geöffnet sind. Die anderen sind teilweise geöffnet, die weniger blauen, also etwas hellblaueren. Und die hier orange gekennzeichneten im Süden, das sind Bundesstaaten, die ihre Öffnungspläne praktisch wieder kassiert haben, eben weil die Situation ist, wie sie ist. Wir sehen hier mal Bundesstaaten in den USA, wie sie sich darstellen in Sachen Anstieg der Coronavirus-Fälle. Da sehen wir, orange ist deutlicher Anstieg von mindestens 10% und rot Anstieg von über 50%. Also da ist doch einiges nach wie vor im Argen und wir haben die Situation, dass die USA
nur 4% der Weltbevölkerung repräsentieren, aber 25% der Corona-Fälle. Jetzt sagen viele wieder, Corona gibt es ja gar nicht oder ist gar nicht so dramatisch. Aber es ist doch so, dass insgesamt mehr Leute gestorben sind in den USA als in den Kriegen in Vietnam, Korea, Irak und Afghanistan zusammen. Die sind vielleicht nicht nur durch das Coronavirus gestorben, sondern eben auch mit dem Coronavirus. Das ist sozusagen dann etwas, was die ganze Geschichte noch potenziert. Organversagen, was damit verbunden ist. Viele, die dann sterben, über 60 sind, die könnten vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre leben, sterben aber aufgrund dieser Konstellation. Das zeigte die Wissenschaft immer mehr. Aber dann noch zweiter Faktor heute für das, was man als gute Laune an der Wall Street bezeichnen kann, obwohl die US Futures negativ waren zunächst mal, war wieder mal Vaccine, der Impfstoff. Und da wurde an 25 Patienten etwas ausprobiert und es schien gar nicht so schlecht zu sein, Pfizer und BioNTech. Und die Märkte dann gleich wieder nach oben gelaufen. Also es ist sozusagen so ein bisschen das alte Spiel. Bisher haben wir von den anderen nicht so wahnsinnig viel gehört, von den anderen Vaccines, und es ist unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr was kommt, wenn überhaupt was kommt, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall war das ein Grund und die Märkte haben sofort reagiert, bums, es ging nach oben mit den Märkten und das hat sich dann auch weiter gehalten. Nach wie vor ist es so, und wir bekommen jetzt so die ersten Zahlen der Berichtssaison, in der nächsten Woche ja die US-Banken, ist es so, dass immer weniger Unternehmen bereit sind, einen Ausblick jetzt auf das dritte Quartal zu geben. Also man versucht sich nach wie vor ein bisschen zu drücken vor dieser Geschichte, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen soll. Und insgesamt haben wir ja jetzt das neue Quartal begonnen und der S&P hat im zweiten Quartal, wie die US-Märkte insgesamt im zweiten Quartal, deutlich zugewonnen, im ersten Quartal plus oder im ersten Quartal minus 19%, dann plus 19%. Das hatten wir zweimal bisher in der Geschichte der USA, einmal 1932 während der großen Depression und einmal 1938. Das vielleicht mal nur zur historischen Einordnung. Und was die Märkte belasten könnte, ist, dass Umfragen, die durchaus jetzt Trump nicht negativ gesinnt sind oder von Instituten, die nicht besonders Trump-feindlich sind oder als solche gelten, wie von Fox News oder jetzt eben auch von CNBC, die zeigen, dass doch in den Swing States, auf die es maßgeblich ankommt, States wie Florida, Ohio etc., da sehen wir, dass die Zustimmung zu Trump doch nachlässt und es geht auch vor allem um den Umgang eben mit der Corona-Krise. Und das wird ein entscheidender Punkt sein, wie diese Swing States eben agieren. Derzeit zumindest ist es so, und das zeigen wirklich breit gefächerte Umfragen, auch wenn die Trump-Fans immer sagen, glaub keiner Umfrage, in der Trump nicht führt. Aber es ist eben so, natürlich haben die sich geirrt 2016. Da lag man falsch, allerdings war es ja auch ein sehr, sehr knappes Rennen, das muss man dazu sagen, vor 4 Jahren. Jedenfalls sieht man, dass das vielleicht noch ein Thema wird und immer mehr wird. Ich hatte da schon ein eigenes Video gemacht dazu. Der Frage, dass der US-Wahlkampf eigentlich das Entscheidende sein wird, jetzt dann spätestens ab September. Wir haben dann wunderbare Erscheinungen. Heute zum Beispiel Tesla ist jetzt der wertvollste Autokonzern der Welt. Man hat jetzt Toyota überholt und das mit einem Absatz von 375.000 Autos pro Jahr. Toyota und Volkswagen liegen deutlich über 10 Millionen. Und abschließend noch hier eine interessante Grafik und Statistik von Holger Cepic und Guido Lingnau. Es ist nämlich so, dass wir hier die Inflation nicht in den Verbraucherpreisen sehen, also in dem normalen Inflationsbarometer, sondern eben vor allem bei den Assetpreisen, bei den Vermögenspreisen, zum Beispiel beim DAX. Wenn wir jetzt mal sehen, dass der durchschnittliche Deutsche einen Stundenlohn hat von knapp 22 Euro, dann muss er 562 Stunden arbeiten, um sich einen DAX-Anteil zu kaufen, also etwas über 12.000 Euro. Das ist in etwa das Dreifache wie vor 20 Jahren. Und Guido Lingner sagt, ja, ist doch super, für Rentner ist das doch genau das Richtige, denn er bekommt für den Verkauf eines DAX-Anteils den Gegenwert von 562 Arbeitsstunden und kann sich damit dreimal so viel Ruhestand leisten. Also so kann man es natürlich auch sehen. Aber gehen wir rein in die Charts, meine Damen und Herren. Und ich mache wieder die Anja Kohl Memorial Bewegung hier auf die andere Seite, damit Sie auch die Charts von Capital.com sehen können. Wir sehen den S&P bei 3.117 Punkten. Es ging also nach oben, Vaccine und die wundersamen Daten aus den USA. Schauen wir uns
den Nasdaq an, der hier am bullischsten ist von allen 10.261, nicht 1.000. Der DAX heute nicht so gut gelaunt. Wir haben einen leichten Verlust erlitten, schwächste Umsätze seit 5 Wochen und die Eurex hat Probleme gehabt. Es ging dann erst um 11:30 wirklich los mit dem Handel im DAX. Wir haben bei Gold eine gewisse Korrektur gesehen. Wir waren bei 1.788 im Kassamarkt und sind dann mal bis 1.760 runtergeknallt. Eigentlich ohne Grund, ohne auslösende Nachricht. Wir sehen Euro-Dollar, der sich weiter oben halten kann, 1,1260. Und Crude Oil, das aktuell bei 39,79 hantiert. Also es ist letztendlich jetzt dieser Tag, der heutige Tag gewesen, eine Vorbereitung auf das, was morgen kommt. Da werden wir wahrscheinlich wieder Statistikwunder genießen dürfen. Da kommen dann die sehr, sehr zuverlässigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das sind ernsthafte Daten vom Amt erhoben. Jede Woche sehr präzise, gibt praktisch keine Revisionen. Ganz anders die Non-Farm-Payrolls, aber die Märkte gucken vor allem auf die großen Arbeitsmarktdaten, auf die Non-Farm-Payrolls, wo ich die Möglichkeit habe, als Statistiker zum Beispiel das Birth-Death-Model anzulegen, also ein Modell, das rein fiktiv berechnet oder annimmt, wie viele neue Unternehmen entstanden sind, wie viele gestorben sind. Und bei den letzten US-Arbeitsmarktdaten, da hatten wir wundersame Entstehungen von vielen, vielen tausend neuen amerikanischen Unternehmen und das praktisch im vollständigen Lockdown. Auch das ein Statistikwunder made in USA. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und ciao.